herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch das ASUS Padphone, diese clevere Kombination aus Smartphone und Tablet. Das erste Mal wurde das ASUS Padphone in Barcelona im Februar dieses Jahres am Mobile World Congress vorgestellt. Da konnte ich auch schon damit rumspielen. Hat mich damals schon ziemlich überzeugt. Hat jetzt aber sehr lange gedauert, bis es in den Markt kam. Jetzt Anfang August erscheinen die ersten Geräte bei uns in Europa. Das lag unter anderem daran, dass dieses Smartphone bzw. diese Kombination aus Smartphone und Tablet mit einem Snapdragon S4 Prozessor von Qualcomm betrieben wird und die sind im Moment relativ schwer zu bekommen. Und ich werde in diesem Video, werde ich euch, wie gesagt, das Padphone zeigen. Ich werde es natürlich auch mit einem normalen ASUS Tablet vergleichen. In diesem Fall hier das ASUS Transformer Prime. Und dann schauen wir uns das Ganze noch an im Vergleich zum HTC One S. Ganz einfach daher, weil das Smartphone hier vom Padphone, das ist ja eigentlich das Herz, das Gehirn des Ganzen. Dieses Smartphone und das HTC One S sind beinahe Schwestern, praktisch das gleiche drin. Bei beiden haben wir, wie gesagt, diesen Qualcomm Snapdragon S4 Dual-Core Prozessor mit 1,5 GHz Leistung drin. Wir haben 1 GB RAM, hier haben wir 32 GB Speicher, hier haben wir 16. Wir haben bei beiden ein Super AMOLED Display drin, was wirklich hervorragend ist, mit der 69x45er Auflösung. Also diese beiden Geräte sind absolut vergleichbar. Und es geht mir ein bisschen darum, euch auch zu zeigen, lohnt es sich, ein Gerät, ein einzelnes Gerät, zum Beispiel ein Tablet und zusätzlich noch ein Smartphone zu haben? Oder kann eben dieses Padphone das ersetzen, dass man nur noch diese Kombination braucht zwischen der Dockingstation hier eigentlich und dem Smartphone? Fangen wir mal an. Von außen, ihr seht, das Smartphone ist sehr schön verbaut, wie wir uns das von ASUS eigentlich gewöhnt sind. Das Ganze kommt sehr, sehr wertig daher. Der Screen ist ganz dunkel, ganz schwarz, ganz hervorragend. Wenn wir das anmachen, ist das wirklich ganz, ganz toll. Also ich habe Freude an diesem Screen. Es ist ein AMOLED-Screen, das sieht man halt einfach. Die Farben sind schön knackig, schwarz ist ganz schwarz. Ansonsten hier ein Metallrahmen drumherum. Wir sehen hier einen Micro-USB-Anschluss zum Laden. Und da drüben der Docking-Anschluss, der gebraucht wird, um das Ganze hier in dieses Pad reinzustecken. So, ich mache das mal ein bisschen drüber, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann haben wir auf der Seite hier noch das ist noch so eine Konnektivität, die auch gebraucht wird, wenn man es hier reinsteckt. Da unten ist nichts, beziehungsweise das Mikrofon. Auf der anderen Seite sind einfach die Lautstärkeregler, die auch sehr schön ausgearbeitet sind. Schöne Einzeltasten, nicht nur so eine Wippe, sondern zwei einzelne Tasten, da oben on-off. Klinkenstecker und hier hinten die Kamera für die 8-Megapixel-Kamera. Ist eine sehr gute Kamera, auch 8 Megapixel mit einer großen Blende, hintergrundbeleuchteter Sensor. Also man kann ganz hervorragende Fotos damit machen. Also das Smartphone selber, muss ich wirklich sagen, ist einerseits sauschnell. Es ist wirklich ganz, ganz zuppig. Der Snapdragon S4 ist ja die neueste Prozessorgeneration, ist zwar nur in Anführungszeichen ein Dual-Core, aber das stört eigentlich niemanden, weil er in den meisten Benchmarks kommt da praktisch an den Tegra 3 ran, beziehungsweise in gewissen Benchmarks überflügelt er ihn sogar. Den Tegra 3 von Nvidia, diesen Quad-Core bzw. 5-Core-Chip, der ja in vielen Tablets oder zum Beispiel im HTC One X Smartphone drin ist. Das ist aber überhaupt kein Nachteil, dass es hier eben, wie gesagt, nur in Anführungszeichen ein Dual-Core drin ist, weil es ist die absolut neueste Prozessorgeneration. Der Tegra 3, das ist ja ein bisschen eine ältere Generation, die man einfach quasi zwei ARM Cortex A8 Chips zusammengepackt hat und dann gab das eben den Quad-Core. Und hier ist halt ganz neu, das basiert auf der ARM Cortex A9 Reihe, also eigentlich schon das nächste Referenzdesign. Und wie gesagt, also dieses Smartphone hier ist wahnsinnig schnell, da hat man nie irgendein Problem. Wenn ihr mir das nicht glaubt, können wir da zum Beispiel mal einen Benchmark laufen lassen. Ich nehme ja da immer den Quadrant, ihr kennt mich, ich halte eigentlich nicht allzu viel von diesen Benchmarks, weil letztendlich entscheidet sich's im täglichen Gebrauch, wie so ein Gerät funktioniert und ob es funktioniert und ob es gut funktioniert. Aber trotzdem lassen wir den einfach mal laufen. In der Zeit, wo der das macht, kann ich euch ja mal das Padphone, die Padphone Station zeigen.
Ihr seht hier eigentlich ein relativ großes, relativ klobiges Tablet auf den ersten Blick mit einer Kamera hier vorne drin. Da unten haben wir die von Asus eigentlich schon bekannten Dock-Connectors. Hier könnt ihr das nämlich ins Keyboard-Dock einstecken. Und dann habt ihr damit auch noch gleich ein Netbook, da komme ich nachher noch drauf. Wir haben hier auf der Seite, das Ganze sieht ein bisschen aus wie der ursprüngliche Transformer, der TF100, den es ja gab. Das war ja das erste Tablet von Asus, welches man in so ein Keyboard reinstecken konnte. Und danach kam dann der Transformer Prime und heute haben wir noch den TF300, der ein bisschen günstiger ist. Also schon ein ganz großes Line-Up von Asus inzwischen. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie dieser ursprüngliche. Und dann haben wir hier oben eben, das ist natürlich das Neue, kann man hier so eine Klappe öffnen. Dann klickt das da und dann seht ihr, hier haben wir eigentlich den Einschub, wo wir das Smartphone reinpacken. Ihr seht hier die beiden Anschlüsse, Micro-USB und dieser Dock-Connector und da auf der Seite das auch noch, damit er sieht, dass er eingeschaltet ist. Also das ist eigentlich das Elegante dran, dass das hier nur in Anführungszeichen ein Bildschirm und ein Akku ist. Und die ganze Intelligenz und der ganze Rest, der liegt eben eigentlich, wie gesagt, hier in diesem kleinen Smartphone. Klein, das Ganze, so, also ihr seht, ganz hervorragende 5065, ich komme ein bisschen näher, ich hoffe, man kann es lesen. 5065, sogar ein bisschen schneller als das HTC One X und ein bisschen schneller als das Asus Transformer Prime, das da drüben liegt. Das heißt also, ihr seht, der Snapdragon schlägt sich da ganz hervorragend, ist ein ganz toller Chip. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr da nicht up-to-date seid, nur weil das eben ein Dual-Core ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Gewicht ist auch ganz tief, ungefähr 120 Gramm. Das liegt extrem gut in der Hand. Ist ein 4,3 Zoll Screen, der die gleiche Auflösung hat wie dieser hier, wie eben dieses HTC One S. Natürlich, hier haben wir HTC Sense drauf, was wir hier nicht haben. Ihr seht, da wurde jetzt gerade noch ein Update runtergeladen. Ja, kann ich ja mal installieren, spielt keine Rolle. Wir legen das hier einfach zur Seite, dann kann er noch ein bisschen raffeln. Und da gucken wir hier weiter. Und jetzt eben das Intelligente dran eigentlich. Wir machen da mal zum Beispiel das Mail auf. Ich gucke da mal in meinen Posteingang, ganz gewöhnlich. So, und jetzt docken wir das Ganze. Jetzt machen wir ein Tablet draus. Ich nehme das hier hin. Ich lege das so, ah Quatsch, hallo Kamera. Ich lege das hier so rein und dann stoße ich das quasi einfach klack. Mache den Deckel zu. Und dann seht ihr, Hokus Pokus. Und jetzt, diese Meldung kommt, wenn eine Anwendung eben keine dynamische Anzeige unterstützt, dann wird sie einfach geschlossen. Das heißt nichts anderes als diese Anwendung, also das Google Mail, das Gmail, die Gmail-App, die unterstützt das nicht, dass sie quasi on the fly umschaltet. Es gibt aber Anwendungen, die das können, das zeige ich euch nachher dann noch, wo dann quasi automatisch einfach umgeschaltet wird. Ihr nehmt das Ding raus oder rein und habt dann den großen oder eben den kleinen Screen. Was ihr jetzt hier habt, ist eigentlich ein ganz normales Tablet mit allen Funktionen, die so ein Tablet halt bietet. 1280x800, sehr schöner Screen, ein IPS-Display. Das ist eigentlich sozusagen genau das gleiche Display, wie wir es hier haben. Ich schalte den auch mal noch an hier. Den Transformer Prime. So, ihr seht, also die sind absolut vergleichbar. Die Helligkeit ist jetzt wahrscheinlich nicht genau gleich eingestellt, darum wirkt das hier ein bisschen dunkler. Schauen wir uns gleich mal an. So, ihr seht, da kann man natürlich noch ein bisschen dran rumspielen. Wir haben wieder diese üblichen Modis, die ja Asus eigentlich eingeführt hat, auch für draußen, wo das Ganze dann sehr, sehr, sehr hell erscheint, sodass man es auch draußen absolut brauchen kann. Super praktisch ist diese Leiste hier oben, wo ihr eigentlich gleich die wichtigsten Features dann aktivieren oder deaktivieren könnt. Und dann mal kurz gucken, ich zeige euch das hier auf dem Tablet, spielt keine Rolle. Was haben wir denn da drauf? Wir haben Android 4.03. Da kam gerade noch gestern ein Update, als ich das bekommen habe. Also ist eigentlich ganz up to date. Und ein ganz, ganz schöner Zug von Asus ist ja, ich empfehle Asus sehr gerne, wenn es um Android-Tablets oder Smartphones geht, liegt daran, dass Asus eigentlich einerseits ein sehr nacktes Android-Betriebssystem draufklatscht. Also da ist keine Oberfläche drauf, da ist kein Sense oder da ist kein sonstiges noch drauf, sondern ganz einfach nur Android out of the box mit ein paar Widgets angereichert. Das ist schon mal sehr praktisch und aber auch Asus hat sich einen ganz hervorragenden Ruf rund um Updates erarbeitet. Das heißt, Updates kommen immer sehr, sehr schnell. Das war auch hier so beim Prime. Der Prime, der kam Anfang Januar raus und schon eine Woche nach Verkaufsstart kam dann das Ice Cream Sandwich Update auf 4.0, kam dann da schon drauf.
Zur Erinnerung, als schlechtes Beispiel wie immer Samsung, die haben es heute noch nicht geschafft, dass alle ihre Galaxy Tabs das Ice Cream Sandwich Update drauf haben. Also Asus hat sich da einen sehr guten Ruf erarbeitet in letzter Zeit. Darum kann man eigentlich auch bei diesem Padphone, das jetzt gerade in Handel kommt, das natürlich noch mit Ice Cream Sandwich daherkommt, gehe ich davon aus, dass es nicht lange dauern wird, bis wir dann Android 4.1 Jelly Bean drauf bekommen werden. Da mache ich mir bei Asus absolut überhaupt keine Gedanken. Hier auf der Seite übrigens, wenn wir uns das Tablet anschauen, habt ihr nochmal einen Lautstärkeregler, wo ihr die Lautstärke verändern könnt. Hier oben habt ihr den On-Off-Switch. Hier, wie gesagt, dieser Schalter, um die Klappe da zu öffnen. Übrigens, bei der Klappe hinten seht ihr, Kamera und Blitzlicht sind ausgespart. Das heißt, ihr könnt also von der 8-Megapixel-Kamera, die hier im Padphone selber drin ist, natürlich profitieren. Hier hat es noch einen Lautsprecher auf der Seite drauf. Ja, und dann da unten, wie gesagt, diese Dock-Connectors. Und da auf der Seite hat es eigentlich nichts. So, nun, das Ganze ist eigentlich ein, kann als Dreigestirn daherkommen. Also auf der einen Seite hier diesen, das Tablet, die Padphone Station, wie sich das nennt. Dann natürlich das Padphone, das braucht es, das ist klar. Das kommt auch als Bundle daher. Und dann gibt es aber noch zwei zusätzliche Dinge, die ihr dazu kaufen könnt. Das eine ist dieses Keyboard-Dock. Und das ist jetzt nicht das Padphone Keyboard Dock, sondern das Keyboard Dock vom Transformer Prime. Ganz einfach daher, das ist im Moment noch nicht lieferbar, das wird Ende August. Wer jetzt denkt, ja cool, ich habe ja schon so eins, das sind ja die gleichen Anschlüsse, das ist effektiv wahr, da seht ihr vielleicht, ich zeige euch das mal, hier haben wir drei, da haben wir drei, die liegen auch genau am gleichen Ort, aber ihr werdet das trotzdem nicht hier reinkriegen, was ganz einfach daran liegt, dass das, die Padstation ein bisschen dicker ist. Die ist ziemlich viel dicker, wenn wir uns das so hier mal anschauen, als das Transformer Prime, und dadurch, aus genau diesem Grund, passt sie natürlich auch nicht rein. Sie ist auch eine ganze Ecke schwerer, muss man ganz klar sagen. Das ist ein relativ schweres Tablet dann hier mit dieser Kombination, wohingegen das Asus Prime halt sehr leicht ist mit seiner metallenen Rückseite. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Man merkt auch, das Gewicht ist nicht ganz gleich verteilt, weil halt hier oben das Smartphone drin steckt. Ist das so ein bisschen, ja, hat das so ein bisschen Übergewicht nach oben, aber ganz ehrlich gesagt, das stört überhaupt nicht. Also ich habe kein Problem, das so zu halten und damit irgendwelche schönen Sachen zu tun. Also das stört eigentlich gar nicht. So, und jetzt testen wir das mal. Jetzt mache ich mal zum Beispiel hier. Wir nehmen mal eine Asus-App, die müsste das ja logischerweise können. Ich mal gucken, wir nehmen uns zum Beispiel mal hier. So, okay, jetzt habe ich hier eigentlich meinen Kalender, der Watch-Kalender. Das ist so ein Asus-eigener Kalender, wo man so ein bisschen sieht, ihr seht, durch den Tag verteilt, quasi auf einer Uhr dargestellt, was man da so macht. Da ich meine Just for Fun, meine Foursquare-Check-Ins in meinen Google-Kalender repliziere, den ich sonst nicht brauche, sieht man hier, dass ich heute Morgen im Starbucks war und dann bei meiner neuen Firma. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir klappen das hier oben auf. So, und wir nehmen das jetzt raus. Zack, jetzt wird das gesperrt. So, und jetzt gehen wir hier zurück. Immer noch gesperrt, wir entsperren das Ganze und zack, here we are. Also ihr seht, das ist jetzt zum Beispiel eine App, die ging nicht zu. Die hat einfach umgeschaltet, jetzt in eine andere View, in eine andere Ansicht, die dann halt entsprechend, okay, da will er irgendwie nicht, die dann halt entsprechend eben dem normalen Smartphone, der normalen Smartphone-Auflösung entspricht, wohingegen halt die andere Ansicht im Tablet ist. Also das funktioniert schon auch bei solchen Tablets. Übrigens, Asus Web Storage, das kriegt ihr quasi gratis dazu. Ihr kriegt 32 GB Web Storage vom Asus eigenen Dienst gratis für 3 Jahre. Bis 2015 habe ich gesehen, habe ich das jetzt. Wenn ich all meine gratis Dropbox, Google Drive und anderes zusammenrechne, komme ich wahrscheinlich locker langsam auf einen Terabyte Speicherplatz, den ich in verschiedenen Wolken habe, dadurch, dass ich immer mal wieder Smartphones und Tablets teste. Aber anyway, das ist ganz, ganz praktisch, kann man brauchen, gibt auch lokale Clients für den PC und so. Ist letztendlich etwas Ähnliches wie zum Beispiel Dropbox und eben Google Drive. Da kriegt ihr noch 32 GB dazu. Das Gerät selber, wie gesagt, hat 32 GB eingebauter Speicher. Eine 64 GB Variante soll später mal noch kommen. Und es hat auch, und das ist sehr praktisch, einen Micro-SD-Slot hier drin. Also das heißt, da könnt ihr natürlich dann selber noch Speicher erweitern. Also werdet ihr da sicher nie in die Verlegenheit kommen, dass ihr zu wenig Speicher habt. Was ja gerade beim HTC One S durchaus passieren könnte, da dieses Gerät ja keinerlei zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten mehr bietet. Das heißt, da seid ihr eigentlich darauf angewiesen,
auf den Dropbox-Speicherplatz oder eben die 16 GB, die hier drin sind. Da ist Asus ein bisschen generöser bzw. ist praktischer, weil man es halt erweitern kann. So, okay, jetzt zeige ich euch das nochmal. Ich mache diesen Web-Storage nochmal auf. So, und dann tun wir das nochmal umbauen, weil ich doch eigentlich davon ausgehe, dass die Asus eigene App das auch können müsste. Dieses quasi dynamische. So, also wir machen das doch mal. Ich zeige euch das. Ich nehme das jetzt hier, drehe es so um und dann klacke ich das einfach da rein. Dann wartet man hier. Rödel, rödel. Und ihr seht, auch diese Anwendung offensichtlich kann das nicht. Die wird dann einfach geschlossen. Jetzt natürlich, vorhin haben wir von Gmail gesprochen, das dann einfach geschlossen wurde. Wenn das dann hier wieder aufgeht, da seid ihr auch wieder im Tablet-Modus. Das heißt ja nicht, dass es nicht läuft. Es läuft perfekt. Aber halt, es tut nicht dynamisch umschalten. Das muss eine App offensichtlich unterstützen. Und die, die das nicht unterstützen, die gehen dann zu. Jetzt ist es so, im Google Play Store kommt das Ganze natürlich als Tablet daher, weil ihr ja auch Tablet-Apps eigentlich ausprobieren bzw. laufen lassen könnt. Und das wiederum zeigt uns, sorry, habe ich mich natürlich schon wieder verklickert, ich Flasche. So, nochmal. Ich möchte euch jetzt kurz etwas zeigen. Und zwar, ich gehe hier auf meine Apps. Ich bin ja jetzt im Tablet-Modus. Ich gehe hier auf alle. Und weiß zum Beispiel, dass mein Lieblings-Twitter-Client, wenn man das so sagen kann, grundsätzlich bin ich mit allen nicht so recht zufrieden unter Android, aber es gibt da einen für Tablets, der auch nur auf Tablets läuft. Ich muss den mal kurz suchen, der ist da. Ihr seht, ich habe relativ viele Programme, die ich da immer mal wieder installiere oder ausprobiere. Von dem her ist das eine große Liste. So, und wenn ich das dann gefunden habe, irgendwo da weiter unten, Tweet, Tweet, irgendwas heißt es, aber fragt mich jetzt gar nicht wie. Na, come on, baby, wo ist denn das? Das muss ja aber ziemlich weit unten sein. Also, Tweetcomp seht ihr hier, das finde ich eine ganz coole App. Ihr geht nicht mit dieser Version kompatibel, da weiß ich jetzt nicht genau warum, weil eigentlich ist ja ein Tablet. Ihr könnt normalerweise Tablet-Apps hier natürlich logischerweise installieren. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte ist, dass ihr dann, wenn ihr das tut, könnt ihr eben auch, das ist jetzt hier oben, das ist natürlich jetzt die Tablet-Ansicht, ihr könnt, wenn ihr im Smartphone seid, könnt ihr dann definieren, welche Apps gar nicht erst gestartet werden, damit ihr nicht aus Versehen eine Tablet-App im Smartphone-Mode startet. Das könnt ihr dann definieren, dass die auch nur erscheinen, wenn ihr es quasi eingedockt habt als Tablet. Also da hat sich Asus schon noch so ein paar Dinge überlegt, wie man diesen Switch zwischen Smartphone und Tablet möglichst einfach gestalten kann. Und das ist vielleicht ein Punkt, wir waren vorhin beim Play Store. Ich werde immer wieder gefragt, seit ich in Barcelona dieses Gerät gesehen habe und da hier und da mal drüber gesprochen habe mit Leuten, kam dann immer so, ja, aber ist denn das praktisch? Kann man das denn brauchen? Ist das nicht so ein bisschen komisch? Also auf der einen Seite ist es ein bisschen geekig, das gefällt mir natürlich wieder als Geek. Ich finde das noch cool, dass man das hier oben reinpappen kann. Aber es hat schon auch noch ein paar ganz, ganz klasse Vorteile. Und zwar Vorteil Nummer 1, ich habe hier drin eine SIM-Karte in meinem Smartphone, in meinem Padphone, und den Datentarif, den ich da habe, kann ich natürlich brauchen, ohne dass ich irgendwie Tethering oder sonstige Akkufresser-Sachen machen muss, kann ich ganz einfach halt, sobald ich das hier drin habe, hat auch das Tablet logischerweise 3G und kann dadurch surfen überall. Das ist sicher mal ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil, den ich finde, bei mir ist es so, ich teste wahnsinnig viele Geräte und ich brauche die Android-Tablets nicht so wahnsinnig häufig. Ich gebe das offen zu, ich finde Android-Tablets immer noch relativ, ich sage jetzt nicht scheiße, aber relativ schlecht im Vergleich zum iPad. Es ist immer noch nicht so ganz wirklich brauchbar für mich, nicht mal mit Ice Cream Sandwich, obwohl es da viel besser wurde. Dadurch brauche ich die Dinger nicht so häufig und wenn ich sie da mal wieder anwerfe, ihr habt es vorhin gesehen oder auch hier bei dem Prime, das lag jetzt sicher schon wieder 2 Monate im Schrank, dann knallen mir da zuerst mal wieder 100 Updates von Apps und so weiter um die Ohren und zuerst muss ich das Ganze mal wieder quasi einrichten, dass das sauber läuft. Das habt ihr natürlich hier nicht. Ihr kümmert euch einfach um euer Smartphone. Und wenn das immer schön upgedatet ist und da ihr das ja sowieso meistens dabei habt, dann müsst ihr euch nicht noch um ein zusätzliches Tablet bemühen. Ihr müsst nicht noch gucken, dass ihr die neueste App, die ihr letztens rausgefunden habt, die sowohl auf Smartphone wie auf Tablet läuft, dass die dann auch noch quasi aufs Tablet kommt, weil, wie gesagt, es ist ja nur ein Gerät. Das ist sicher ein Vorteil von dieser Kombination. Der andere Vorteil ist natürlich die überragende Akkulaufzeit, weil ihr habt hier im Tablet, also in der Padfone Station, habt ihr natürlich auch noch einen Akku drin, plus ihr habt eben den Akku im Smartphone selber drin. Dadurch kommt ihr auf ungefähr 20-25 Stunden Akkulaufzeit. Wenn ihr dann noch dieses Teil
hier, sobald das dann lieferbar ist, wenn ihr dann noch dieses Teil kriegt, das sieht genau gleich aus, hat hier oben nur einen anderen Anschluss, damit es ins Padphone passt, dann habt ihr hier auch noch mal einen Akku und da kommt ihr sogar auf beinahe, ich habe gelesen, fast 100 Stunden, je nachdem, was man macht. Also da schlägt ihr natürlich jedes Netbook, jedes Tablet, jedes Smartphone, da habt ihr unglaublich viel Akku, ganz einfach, weil wir quasi drei Akkus dann am Schluss zur Verfügung haben. Ihr seht das übrigens hier drüben. Das ist so ein Widget, das mitkommt von Asus. Da habt ihr das Padphone, ist zu 99% geladen. Die Padphone Station ist zu 100%. Ladegerät ist nicht angehängt. Und Padphone Station Dock hier unten, da habe ich jetzt noch keins. Das wäre dann auch noch, also ihr könnt, wenn ihr dann unterwegs seid, maximal habt ihr quasi drei Akkus bei euch. Das ist sicher ein großer Vorteil. Dann hier, vielleicht, das ist auch noch etwas ganz Spannendes, eingehender Anruf. Was soll denn da passieren? Hallo, anrufen, wie geht denn das bitte? Der Nachteil dieses Konstruktes kann natürlich sein, dass ihr euer Smartphone hier reinsteckt und dann kommt ein Anruf. Ja, und was macht ihr dann? Es gibt inzwischen ja vor allem von Samsung die Galaxy Tab 7.7 zum Beispiel, hat eine eigene Telefon-App. Aber wenn ihr da halt keine SIM-Karte reinschmeißt, muss euch das nicht groß kümmern. Aber hier habt ihr natürlich euer Smartphone. Ich sag mal, euer normales Smartphone. Normalerweise hat man ja nicht 10 wie ich, die quasi profimäßig teste. Aber normalerweise hat man ja ein oder zwei Smartphones. Und dann, ja, wie gesagt, ihr seid jetzt im Tablet-Modus und das Ding ruft an. Und da ist es so, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist ganz klassisch mit Headset. Da habt ihr hier auf der Seite einen Headset-Anschluss, könnt ihr natürlich machen. Das andere wäre so ein bisschen mit Bluetooth, das würde auch gehen. Oder Asus hat sich da eigentlich was gedacht. Es gibt für 75 Euro, knapp 90 Schweizer Franken, gibt es einen Stylus dazu. Der ist ungefähr so groß, ein ganz normaler Stylus. Das heißt, ihr könnt damit hier drauf rumtappen, ihr könnt malen, zeichnen und so weiter, wie das halt so ist, mit so einer kapazitiven Spitze. Und der ist aber gleichzeitig, hat der Bluetooth drin und ist gleichzeitig ein Headset. Auch diesen Stylus gibt es noch nicht. Sobald der erhältlich ist, werde ich den natürlich ausprobieren und euch auch mal noch in einem Video dann zeigen. Aber dieser Stylus, den kann man sich dann effektiv ans Ohr halten und damit telefonieren. Der ist nämlich auch ein ganz normale, eine quasi Freisprecheinrichtung beziehungsweise ein ganz kleiner Telefonhörer. Das sieht total spacig nach Mr. Spock und Enterprise aus. Ich habe das in Barcelona im Februar ausprobieren können. Funktioniert aber ganz hervorragend gut, also kann man wirklich brauchen. Also dadurch habt ihr quasi, wenn ihr diesen Stylus dabei habt, könnt ihr auch mit dem Tablet selber telefonieren. Aber hier könnt ihr eben eigentlich einstellen, verschiedene Dinge, was soll passieren, wie soll das Ganze geladen werden, was passiert eben mit eingehenden Anrufen, ungelesenen Mails und so weiter. Kann man alles eigentlich einstellen, also man kann konfigurieren, dass sich das ganze Gerät anders verhält im Padphone Station Modus, also im Tablet Modus, oder eben, wenn ihr das rausnehmt, dann quasi im normalen Smartphone Modus. Ihr müsst das übrigens nicht ausdocken. Ihr seht, ich habe jetzt nur die Klappe geöffnet, da passiert hier noch nichts. Ihr zieht das einfach raus, paff. Also da muss man nicht irgendwie Knopf drücken oder ich möchte jetzt bitte ausdocken oder so, das spielt gar keine Rolle. Ihr reißt das einfach raus und zack, und dann seid ihr wieder da. Also, vielleicht ein erstes Fazit nach diesen wenigen Stunden, wo ich das Ding hier habe. Ich finde es ganz praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem, weil ich finde das Smartphone ganz hervorragend. Das ist ein ganz, ganz tolles Smartphone, wo ich überzeugt bin, das hätte auch alleine auf dem Markt seine Chancen. Es ist super handlich, es ist sehr, sehr schön verbaut, super Qualität, hat einen ganz tollen Super AMOLED-Screen. Der S4 Snapdragon-Prozessor ist über jeden Zweifel erhaben, wahnsinnig viel Power drin. Ihr habt genug Speicher, 32 GB, ihr könnt ihn noch erweitern. Also da ist eigentlich alles drin, auch UMTS-mäßig, was man sich nur wünscht. Ihr habt eine ganz hervorragende 8-Megapixel-Kamera. Ich werde dann noch ein paar Testfotos damit machen und auf meine Webseite laden, auf meinen Testbericht, den dann noch ergänzen darum. Also ihr habt eigentlich alles, was es braucht für ein super Smartphone, und dann habt ihr halt noch dazu, wie gesagt, diese Station, dieses Tablet, das das Ganze zu einem Tablet macht. Für mich ist das wahnsinnig praktisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde diese Kombination der Kombination hier eigentlich vorziehen, also quasi einzelnes Tablet und dann vielleicht noch ein zusätzliches Smartphone. Ganz einfach, weil das für mich persönlich praktischer ist. Aber ihr müsst wissen, das Ganze kostet ungefähr 800 Euro. Bei uns in der Schweiz knapp 1000 Schweizer Franken, ist diese Tage, wie gesagt, erhältlich. Und ja, wenn man ein Smartphone wie das HTC One S, was dem eigentlich absolut entspricht, kann man sagen, das sind fast Zwillinge, wenn man so ein Smartphone kauft und sich dazu halt noch zum Beispiel dieses Transformer Prime oder das TF300, das ein bisschen günstiger ist, dann ist man ein bisschen drüber im Preis. Das kriegt ihr für 800 Euro nicht ein gutes Tablet und ein gutes Smartphone.
knapp nicht. Aber ihr habt natürlich auch zwei Geräte, die ihr unabhängig einsetzen könnt. Ihr könnt dem Sohnemann das Tablet geben zum Spielen und selber auf dem Smartphone was machen oder wie auch immer. Das geht in dieser Kombination hier natürlich nicht. Das muss man sich bewusst sein. Die Padfone Station alleine ist dumm. Die kann gar nichts. Die könnt ihr nicht anwerfen. Da könnt ihr gar nichts damit machen, weil die Intelligenz, wie gesagt, die sitzt hier. Das ist eigentlich das Ganze hier. Das Smartphone ist der clevere Teil, den man einfach da reinsteckt. Also müsst ihr euch über euer Nutzungsverhalten relativ klar sein. Das heißt, wer gerne beide Geräte gleichzeitig braucht, wird damit nicht glücklich werden. Wer aber eben genau sagt, nee, ich will nicht zwei Geräte laden müssen, schauen müssen, dass alle Accounts eingerichtet sind, dass die Updates immer sauber kommen und so weiter. Ich möchte eigentlich ein Gerät und das für beides brauchen können. Für genau die ist dieses Gerät absolut hervorragend, weil Asus, wie gesagt, macht ganz tolle Geräte, macht ganz tolle Hardware, macht ganz tolle Software, kommen schnell Software-Updates. Also das kann man eigentlich jedem empfehlen, so ein Gerät zu kaufen. Von dem her gesehen, wenn ihr euch vorstellen könnt, dass ihr eben entweder Tablet braucht oder Smartphone, aber nicht beides gleichzeitig, dann ist das absolut mein Tipp für euch. Ich werde, wie gesagt, in 3, maximal 4 Wochen, denke ich, werde ich noch das Keyboard-Dock und dann, wie gesagt, diesen diesen Bluetooth-Stylus kriegen, wo man das Ganze dann auch noch als Telefon brauchen kann, wenn es im Tablet-Modus läuft, werde ich dann auch noch testen. Aber vorderhand, mir gefällt das ganz gut. Wie gesagt, ich bin ein Geek, mir gefallen solche Geschichten, mir gefallen solche coolen Ideen und ich werde das jetzt mal ausprobieren weiterhin noch und ja, das mal so ein erster Eindruck vom Asus Padfone, welches dieser Tage bei uns in Europa in den Handel kommt. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen und tschüss.